willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Jeline Lisa und ich freue mich unfassbar, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. Das hier ist einfach das letzte Video, was ich drehen werde hier in unserer Wohnung. Ich bin extrem aufgeregt, freue mich aber unfassbar auf die kommende Zeit. Ich dachte, ich mache abschließend nochmal ein Video, was ihr unfassbar gerne guckt, und zwar einen Action-Teddy, genau, so ein Haul auf jeden Fall. Ich liebe es, bei Action und bei Teddy zu shoppen. Ich nehme mir da richtig gerne die Zeit für, wobei ich sagen muss, dass Teddy einfach nicht mehr meins ist. Ich finde, Teddy wurde unfassbar teuer. Also es ist wirklich crazy. Und es ist einfach nur noch unaufgeräumt. Meine Freundin mit Kinderwagen kann nicht mal mehr durch die Gänge fahren, weil alles zugemüllt ist und es ist eine Riesenkatastrophe, finde ich. Also ich finde, Teddy muss da unbedingt etwas ändern. Dennoch habe ich ein paar Teile dort gefunden und ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt an mit dem Haul. Fast alles sind Dekoartikel, denn ja, passt ja perfekt. Wir ziehen jetzt aus und ich habe richtig coole Sachen gefunden. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit Action an. Und wenn ich die Preise noch weiß oder sie draufstehen, nenne ich sie euch oder blende ich sie noch im Bild ein. Ich habe mir als allererstes beim Action Teeboxen geholt. Und zwar habe ich da zwei Stück gekauft. Ich habe die hier auch schon ausgepackt, um zu gucken, ob da der Tee reinpasst. Aber ich fand die richtig schön und dann hat man direkt einen sortierten Schrank, wenn man nicht die ganzen 50 Teepäckchen da rumstehen hat. Deswegen finde ich die immer richtig praktisch. Es gab die auch noch in schwarz und es gab drei verschiedene Designs. Ich habe mich jetzt hier für ein ganz schlichtes entschieden. Hier steht einfach nur Tea Collection drauf und muss ich sagen, finde ich am schönsten, weil es einfach so schön basic ist. Dann habe ich mir beim Action solche Körbe hier geholt. Und zwar wollte ich die haben für meinen Vorratsschrank. Ich habe ein Video gesehen, wie auf Instagram, wie man einen Vorratsschrank sortiert hat. Und da wurden hier die Körbe verwendet. Und bei uns gab es die noch. Die gab es auch noch in weiß. Aber ich muss sagen, ich fand die in schwarz ein bisschen schöner. Hier steht kein Preis mehr dran. Ich schaue, ob ich einen finde. Dann blende ich euch den jetzt mal hier ein. Ja, die sind nicht besonders groß. Ich denke mal, ich werde da trotz all dem Klopapier oder Küchenrolle so reinstellen. Ich glaube, das sieht dann richtig cool aus. Dann hat man auch nicht wieder die ganzen Verpackungen im Schrank liegen mit der Folie. Finde ich immer super nervig. Und dann kann man einfach die Klorolle hier rausholen. Dann habe ich beim Action eine Augenmaske entdeckt und zwar fand ich die richtig cool, weil die richtig groß ist. Die geht auch noch übers Augenlid und dann halt unter die Augen. Also so eine richtig große Tuchmaske. Und gerade durch den Umzugsstress brauche ich einfach ein bisschen Me-Time und ich glaube, ich werde mir die in den Kühlschrank gleich reinlegen und dann heute Abend benutzen. Ich finde immer, Action hat so coole Sachen. Wir machen mit Action einfach weiter und zwar habe ich hier diese wunderschönen Aufbewahrungskörbe hier gefunden. Und zwar sind das so welche aus Fellen. Das sind drei Stück in drei verschiedenen Größen und dafür fand ich den Preis auch voll in Ordnung. Und ich fand die richtig schön. Die gab es auch noch in schwarz und mittlerweile gibt es sie auch noch in länglich. In länglich habe ich mir auch eins gekauft, aber ich glaube, das habe ich schon ins Haus gebracht. Aber ich finde die richtig schön und ich denke mal, die werden bei uns ins Badezimmer kommen. Ich fand die richtig cute. Ich habe mir eine, ja, so eine Reibe geholt. Käsereibe, würde ich mal sagen. Ich denke mal, wir werden das nur für Käse benutzen. Und zwar essen wir richtig gerne Nudeln und dann natürlich mit Parmesan. Aber der geriebene Parmesan, der schon fertig gerieben ist, der ist, finde ich, nie so lecker wie der am Stück. Und deswegen habe ich uns jetzt einfach mal eine Reibe geholt, dass ich einfach immer einen Parmesan-Block holen kann und dann können wir uns den selber abrubbeln. Dann habe ich, oder wir, eine Mehrversteckdose gebraucht. Die wird wahrscheinlich bei uns oben irgendwo hinkommen. Vielleicht sogar ins Büro. Ich finde es mega wichtig, dass die Steckdosen einen An- und Ausknopf haben. Ich habe noch einen richtig schönen Korb gefunden, der soll bei uns ins Gästebad. Wir haben uns jetzt aus Holz so ein Regal geholt, wo Handtücher reinkommen. Und ich glaube, es sieht richtig schön aus, wenn ich da hier die Box reinstelle mit vielleicht ein bisschen Deo, eine Handcreme, Tampons und Binden, vielleicht noch ein paar Slip-Einlagen. Ich glaube, das wird richtig schön aussehen. Da haben meine Gäste auch was zum Benutzen. Und ja, genau, deswegen habe ich hier den Korb mitgenommen. Ich habe mir beim Action dann Vorratsgläser geholt. Ich schaue gerade mal, wie viel ich gekauft habe. Ich habe mir drei Stück von denen gekauft. Ich fand die richtig schön, dass das ein durchsichtiges Glas ist mit einem schwarzen Deckel. Finde ich, kann man voll schön auf die Küche selber stellen. Und unsere Küche hat ja so eine anthrazitfarbene Platte. Und deswegen finde ich, matcht das richtig schön. Und davon habe ich drei Stück gekauft. Also ich finde, da hat man immer irgendwas zum Reinfüllen. Vielleicht Kaffeebohnen, Kaffeepads. Also irgendwas findet man da auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht genau was, aber ich fand die richtig schön. Und deswegen habe ich mir davon direkt mal drei Stück mitgenommen. Wovon ich auch zwei Stück gekauft habe, sind diese ganz großen Gläser. Ich denke mal, ich werde da Nudeln reinmachen. Die sind wirklich sehr groß. Ist ein kleiner Fail passiert, weil man nimmt den Deckel ab und dann ist das Silikon hier dran. Ich verstehe nicht, warum das nicht im Deckel ist. Und wenn man das Glas so nimmt,
fällt einem das direkt aus der Hand. Und mir ist beim Action einfach dieses Glas runtergefallen und in tausend Teile zerbrochen, weil das so ein richtig dünnes Glas ist. Ihr müsst richtig damit aufpassen. Also, ich glaube, ich würde mir die auch nicht nochmal kaufen. Ich finde, sie sehen einfach nur schön aus. Aber die sind so unpraktisch und ich könnte schwören, dass sie in den nächsten 6-7 Monaten eh kaputt sein werden. So, eine letzte Sache habe ich von Action noch. Und zwar liebe ich es einfach, Sachen zu organisieren. Ich finde es viel schöner, wenn man alles irgendwie in Körben oder Gläsern hat, als wenn alles immer lose im Schrank rumsteht. Und deswegen habe ich uns für den Kühlschrank solche Boxen hier geholt. Die sind extra dafür gedacht. Und die dürfen sogar in die Spülmaschine. Die sind auch vom Action gewesen. Da waren jetzt 3 Stück drin und man kann die so aufeinander stapeln. Finde ich sehr, sehr cool, weil dann nehmen die richtig wenig Platz weg. Die hat meine Mama aktuell auch und ich fand die so cool, dass ich die noch beim Action gefunden habe. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Depot. Depot ist ja eigentlich so ein extrem, extrem teurer Laden, aber mit wunderschönen Sachen. Und ich habe diese wunderschöne Vase bei Depot gefunden und guck unten drauf, dann steht da so 12,99 €. Ich so, nie im Leben kostet die 12,99 €, wenn eine normale Gießkanne, um so eine kleine Gießkanne, um so Blumen zu gießen, schon 20 € kostet. Ich dachte mir so, hey, ich guck gleich erstmal in der Kasse. Und die hat tatsächlich dann nur 12,99 € gekostet und ich finde die so schön. Ich glaube, das sieht richtig schön aus, wenn man da Tulpen reinmacht oder Rosen, wenn ich mal welche bekomme. Ich finde die Vase auf jeden Fall sehr, sehr schön und bin richtig froh, dass ich die mitgenommen habe. Auch noch beim Ernstings Family aufgrund eurer Empfehlung. Ihr meintet, da gibt es richtig, richtig schöne Sachen. Und ich dachte, die Ernstings Family hat nur so Kinderklamotten. Aber es gab auch Dekorationen. Und zwar gab es diese Vase hier für 14,99 €. Das meine ich. Also ich finde es schon sehr, sehr viel für eine Vase. Ich wollte da aber so ein bisschen Trockenblumen reinpacken. Ich muss noch schauen, wie das alle immer machen, weil im Moment sind die Vasen ja auch voll im Trend. Ich weiß nicht, wie man die Blumen da reinmacht, aber ich fand die auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich glaube, ich möchte die bei uns in den Flur, also in den Eingangsbereich vor den Spiegel stellen mit so ein paar niedrigen Trockenblumen. Und dann habe ich beim Ernstings Family auch noch 3 Körbe entdeckt und zwar einmal den hier für 2,99 €. Finde ich voll in Ordnung, die haben eine richtig gute Qualität. Dann einmal den mittleren für 3,99 € und dann habe ich auch noch den ganz großen Korb gekauft für 4,99 €. Ich finde den Preis unfassbar angemessen. Also ich finde, es ist definitiv nicht zu viel für die Boxen hier. Und ja, ich finde, damit kann man einfach richtig schöne Sachen im Badezimmer organisieren. Vielleicht Masken, Badesalz reinmachen, vielleicht Duschgel reinstellen. Mal schauen, aber für sowas finde ich immer eine Verwendung. Ich war, wie schon erwähnt, trotzdem beim Teddy und zeige euch einfach mal, was ich mir da gekauft habe. Ich habe mir als allererstes einen großen Bilderrahmen mitgenommen. Bevor wir ausziehen wollten, habe ich mir 3 kleine und einen großen gekauft. Ich wollte damals aber noch einen großen Bilderrahmen haben und es gab diesen Bilderrahmen jetzt 4 Monate nicht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, nee, oder sogar länger, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich von zu Hause ausziehen werde, weil eigentlich sollten die Bilder bei uns über die Couch. Und jetzt gab es nochmal einen und ich dachte mir so, ja, ich habe ja die anderen Bilderrahmen jetzt auch noch unterm Bett liegen und ich will ja schon eine Verwendung für die haben. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal so einen großen Bilderrahmen davon mitgenommen. Ja, genau, für 7 €. Dann gab es zu dem Zeitpunkt, als ich da war, 50% Rabatt auf Socken. Daher habe ich nur 50 Cent pro Socke bezahlt. Dann habe ich 2 Blumentöpfe geholt. Ich fand die aber richtig schön für vielleicht eine Pinselaufbewahrung. Da hat einer einfach 5 € gekostet und das ist nicht mal fest, also die können voll schnell runterfallen. Ich fand die aber trotzdem sehr, sehr schön, auch in dieser Marmoroptik mit dem Gold. Deswegen wollte ich die gerne mitnehmen, weil ich sowieso dringend einen neuen Pinselbehälter brauche. Wir nehmen immer diese weißen Holzkleiderbügel und da braucht man nochmal ein Paket von. Und dann habe ich die beim Teddy gekauft. Eigentlich haben wir die immer vom Ikea, aber ich glaube, das sind genau die gleichen. Und die haben jetzt 5 € gekostet. Ich merke den ein bisschen, ich bin ein bisschen vasenverrückt. Ich möchte einfach viel mit Blumen arbeiten und ich fand die hier eigentlich auch noch ganz schön. Ich weiß noch nicht, in welchen Raum ich die stellen werde. Vielleicht sogar auf den Esstisch. Ich finde die nämlich richtig, richtig schön. Und zwar hat die 5 € gekostet und die hat so eine Musterung. Und ich finde die eigentlich echt richtig schön. Ich weiß noch nicht, in welchen Raum ich die dann genau stellen werde und ob ich echte Blumen reinmache oder Fake-Blumen. Aber ich fand die richtig schön. Ich habe beim Teddy dann noch normale Kuschelsocken gekauft. Und zwar einmal in weiß und einmal in grau. Ich finde die immer richtig schön kuschelig. Allerdings kann man die wirklich, wenn ihr die jeden Tag anzieht zum Fertigmachen oder generell halt zu Hause, dann kann man die wirklich nach 1,
zwei Monaten wegwerfen, weil die komplett ausfusseln und danach ist dann alles voller Fussel. Also ich glaube, ich kann die sogar jetzt schon hier so abziehen. Also die haben wirklich eine schlechte Qualität. Aber für 1 Euro ist es ja dann doch in Ordnung. Falls ihr gute Kuschelsocken sucht, schaut auf jeden Fall bei Launch vorbei. Ich glaube, die kosten 8 Euro und die halten euch wirklich durchgehend. Oh Scheiße. Ganz zum Schluss war ich dann noch beim dänischen Bettenlager. Es heißt mittlerweile JYSK oder Jysk oder wie auch immer man das sagen möchte. Ich hasse den Namen, ich kann mich gar nicht an den Namen gewöhnen. Ich werde für immer dänisches Bettenlager sagen. Mir egal, was da im Hintergrund abging, für mich heißt es immer noch dänisches Bettenlager. Ich habe auf jeden Fall zwei richtig schöne Kissen dort gefunden. Die sind richtig schön flauschig und das ist circa die Farbe von unserer Couch. Und in unserer Couch, die wir bestellt haben, waren nur 2 Kissen inklusive. Und die weiteren Kissen in einer Nummer größer hätten 280 Euro gekostet für ein Kissen. Ich habe den angeguckt, als hätte ich mich, also hätte ich den falsch verstanden. Und dann meinte ich so, nicht mit mir, ich zahle keinen, ich wollte 2 von denen haben. Über keine Ahnung wie viel Euro für scheiß Kissen. Und dann habe ich einfach die hier beim Jys gefunden. Jetzt habe ich selber gesagt, oh Gott, vielleicht gewöhne ich mich ja doch irgendwann dran. Da hat auf jeden Fall ein Kissen 4 Euro gekostet. Kann man ja echt nichts sagen. Ich finde die richtig schön. Und ich glaube, ich hole mir auch noch 2 Stück für mein Bett. Ich möchte nämlich, glaube ich, die grauen Kissen, die ihr hier im Hintergrund seht, austauschen gegen helle Kissen. Ich finde, dann wirkt das Bild einfach immer viel schöner, wenn man ein bisschen mit hellen Akzenten arbeitet. Und kleiner Struggle, alle, die mir auf Insta folgen, haben es mitbekommen. Ich habe die ganze Zeit solche Körbe hier gesucht. Beim Teddy sollten die 15 Euro kosten, beim Ikea sollte ein Korb 17 Euro kosten. Und das habe ich nicht eingesehen, weil ich hätte auch davon 2 Körbe gebraucht und nein, definitiv nicht. Und dann habe ich die hier beim dänischen Bettenlager gefunden für 7 Euro. Und es sind genau die gleichen Körbe wie beim Teddy, beim Ikea und sonst irgendwo. Ich habe echt viele, viele Läden abgeklappert und habe dann endlich die perfekten Körbe beim dänischen Bettenlager gefunden. Ich bin richtig happy, dass die da auch so günstig waren. Das ist auf jeden Fall der Name von den Boxen. Davon habe ich jetzt 2 Stück mitgenommen und ich glaube, auch davon werde ich mir noch eine dritte Box kaufen. Und ja, das war auf jeden Fall meine Shopping-Ausbeute von den ganzen Action-Teddy 1-Euro-Märkten, obwohl alles ja mehr als 1 Euro gekostet hat. Ich glaube, wir sind aber mit jedem Produkt unter 10 Euro hingekommen, außer den 2 Vasen. Richtig, richtig cool. Und wenn ihr wieder öfter Lust habt auf solche Action-Teddy-Hauls, dann zeigt mir das auch sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr werdet den Hintergrund nicht allzu sehr vermissen, aber ich werde euch einen schöneren Video-Hintergrund einrichten. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Vielen Dank für euren Support und bis dann. Tschüss!